ihr Mann Mark Terenzi um ihr Töchterchen Summer. Das Baby kam mit einem Herzfehler zur Welt und musste operiert werden. Eine schwere Zeit, in der Sarah vor allem von ihrer Familie unterstützt wurde. Sarahs Schwester Anna Maria hat uns jetzt erzählt, wie es den Eltern und dem Baby geht und wie die Familie die schwere Zeit gemeinsam durchgestanden hat. Jörg Falbe und Kirsten Tolle. Sie ist selbst Mutter eines kleinen Sohnes und ein absoluter Familienmensch. Anna Maria Lagerblom mit Söhnchen Montri und ihrem Mann Pekka. Als ihre Nichte Summer am offenen Herzen operiert wurde, hat sie versucht, ihrer Schwester Sarah rund um die Uhr Kraft und Heil zu geben. Ja, natürlich. Ich habe sehr geschwitzt, als ich wusste, dass sie gerade im OP ist. Mein ist ein kleines Baby und zwar eine schwere Operation. Aber Sarah hat mich sofort angerufen nach der geglückten OP und dann ist man schon sehr, sehr, sehr erleichtert. Sarah und Mark hatten sich nach der Geburt von Töchterchen Summer komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, ihre Popkarriere zurückgestellt. Beide wollten die schwere Zeit ganz alleine nur mit ihrer Familie durchstehen. Denn die ist für den gesamten Connor-Clan das Allerwichtigste. Das kann einfach jedem passieren. Und das ist einem sehr bewusst geworden, was vielleicht, ich will jetzt nicht sagen, dass es gut war, aber es bringt einem das wieder nah ran, dass das alles, was wir haben, nicht selbstverständlich ist. Und dass es auch den ganzen Ruhm, Geld und alles sofort in den Schatten stellt, weil nichts so wichtig ist, als dass die ganze Familie gesund ist. Auch Summer soll sich schon wieder sehr gut erholt haben und ihre Eltern mächtig auf Trab halten, sagt Anna Maria. Sarah sagt schon, sie schreit viermal so laut wie vorher, sie hat die volle Power zurück. Endlich wieder starke Töne vom Nachwuchs, also die in der musikalischen Familie im Moment in der Hitliste ganz oben stehen. Schön. Soul-Diva Mariah Carey.